Kann ich da jetzt hoch? Ah, okay, gut. Hey, das ist jetzt mal gerade echt spannend. Auch die Musik hat sich verändert. Was ist das für eine Urwaldmusik? Bongo, 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 bongo. Wobei die Musik nicht schlecht ist. Was sind Caps? Caps sind Großbuchstaben. Bitte nicht spoilern, Feuergrün, Leute. Ich habe keine Ahnung von Feuergrün, ja? This was where I used to live. How can everything I know... Ach, Nyasatown ist gerade zerstört worden. Oh mein Gott. Was? Team Olympus. Warum zerstört ihr mein Heim? Wo ist meine Wii? Ich habe leider keine Ahnung, ob die Kampfzone in Oras dabei sein wird. Ich hoffe natürlich, sie wird dabei sein. Ansonsten wäre ich mega enttäuscht. Allein, wenn die Kampfzone nicht dabei wäre, dann wäre ich schon sowas von sauer. Ich bin sauer. Ne, aber da wäre ich sowas von enttäuscht. Ach, Raksha Sabukt. Das ist mega spannend. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in irgendeinem Loch. Und das ist jetzt gerade ein endloser Pfad. Zeit zu trinken. Oh! Okay, Team Olympus. Was ist los mit euch? Team Olympus, was habt ihr wieder für eine Scheiße angestellt? Die Versus Power? Wer ist denn die Versus? Hä? Trainer, help us. Oh, wir müssen jetzt gegen einen weiteren Vorstandsmitglied von Team... Oh. Spannend, spannend, spannend. Wer ist es diesmal? Apollo! Okay, Apollo. Der Sonnengott. Hallo, bin unnötig. Double D, was? Du bist doch nicht unnötig. Was erzählst du da? Wohlweg gegen Midna. Dann wechseln wir mal Midna raus und gehen auf Sakra. Nenne ich gerade noch so eine Rache an Team Olympus. Das wäre echt geil. Und da muss auch wieder diese epische Musik kommen. Bom, 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 bom. Ja. Ich habe, glaube ich, God of War 1, 2 und 3 habe ich zu 100% durch. Also ich habe da die Platin-Trophäe. Darauf bin ich echt stolz. Wie lange hast du den Schiller für den Schillerpin gebraucht? In X und Y? Habe ich, glaube ich, ja... Ich glaube, ungefähr eine Woche nach Pokébank Release in Japan hatte ich alle Pokémon. Welche Pokémon findest du wirklich nicht nötig? Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Good luck, Mantwe. Toxic Orb. Was? Okay, dann muss ich mal schauen. Was kann ich hier am besten jetzt machen? Wulpig ist auch ein sehr süßes Pokémon. Ich spiele gerade God of War 1. Was? Habe ich jetzt mitten aufgeheilt? Fuck, das wollte ich nicht. Ah, das war dumm. Egal. Ice Ali, komm mal rein. Der Sonnenfehl ist ein harter Gegner. Ach, stimmt, er hat Sonnenfehl. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich habe aber Kaminari gegen Sonnenfehl mit Biss. Was? Ich will den ja links. Hallo. Greif mal hier mit Fight an. Ja, geht doch. Und Wing Attack. Oh, Fassade. Ein Crit natürlich. Der Crit war sowas von obvious. Ja, ich lese Naruto. Und ich möchte jetzt aber gerade von Naruto reden, weil es bestimmt einige Leute gibt, die den Manga noch nicht weitergelesen haben. So, Swagger, jetzt musst du nur noch durchkommen. Kaminari. Kaminari, 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 Kaminari. Yes! Und da ist ein totes Ponita. Huh. K1 oder Bushido? Keiner von beiden. Wobei eher Bushido. So, Solrock kommt rein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe einen plus 2 Kaminari. Was aber leider immer noch verwirrt ist. Dann ist er auf Level 24. Okay, Apollo, du Sonnengott. Psybeam. Ich bin verwirrt. Yes! Richtig gut. Und wir müssen jetzt noch einmal durchkommen. Rockslide. Oh, okay, das ist uncool. Das ist uncool. Bin ich ja mit Midna jetzt schneller? Ich meine, ich bin 6 Level drunter, aber Sonnenfehl ist doch, glaube ich, jetzt nicht das überschnellste Pokémon, oder? Ich glaube, wir haben verloren. Wir haben verloren, Leute. We lost. Figo, das freut mich. Greif mal mit Fight an. Ja, das ist halt so. Nee, wir haben jetzt gerade, glaube ich, echt verloren. Scheiße. Alles wegen diesem einen Crit. Der hat mir alles versaut. Dreckscrit. Gibst du deinen Düsseldorf-Kollegen Faden? Was?
Fahrt habe ich früher gehört, aber jetzt im Moment eigentlich nicht. Ja, wir wurden jetzt gerade richtig geraped, ey. Alles wegen diesem scheiß Fassade-Crit. Ah, fuck. So, Plastik-Pipu, Servus, willkommen im Stream. We lost to entertain you. Ja, das ist ein gutes Motto, was jetzt gerade sogar hinkommt. So, wir gehen jetzt den ganzen Weg wieder rauf, über diese schöne, ellenlange Brücke, die natürlich sowas von nötig ist. Ja, dieser Fassaden-Crit, der war echt scheiße. Den fand ich jetzt gerade auch sehr enttäuschend. Der hätte nicht sein müssen. No, just no. Okay. Ach, der erste Encounter. Ich dachte, Harlan kippt jetzt an Tronfe. Hätte ja sein können. Oh, alles klar, Matthias. Willkommen zurück. Daniel, essen. Sonne rotzt, ja, ist echt so. Ich hasse das Ding. Wie fandest du die Bloody Platin Nuzlocke, auch wenn dein Puls oftmals aufgrund Hex in die Höhe ging? Bloody Platin Nuzlocke war ein episches Projekt. Ist, glaube ich, auch so der Geheimfavorit unter den Insidern von meinen Zuschauern. Kennst du noch Cassandra von Troja? Wer war das? War das die Blonde? War das die Blonde? Die Ehefrau von Hector? Nee. Ach, keine Ahnung. Nee, Hectors Ehefrau war nicht blond, die war schwarzhaarig. Ach, keine Ahnung. Was hörst du so von Musik? In letzter Zeit eigentlich gar nichts. Ich höre halt nur ein bisschen 80 hier, ein bisschen 80 da, ein bisschen Gary hier, ein bisschen Gary da und das war schon. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit habe ich nicht das Bedürfnis, Musik zu hören. Keine Ahnung warum. So, nächster Paralyze Seal, auch wenn das dumm ist, aber ich muss es benutzen. The Ultimate Crusader. Ich bin, wie gesagt, am überlegen, ob ich das tatsächlich machen soll, aber mal schauen. So, an der Stelle nochmal für all die Leute, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Und zwar nur per... Per Twitch. Das sind nochmal meine anderen Social Media Accounts, wenn da jemand mal reinschauen will. Immer wieder ganz nützlich, immer wieder ganz cool. Und, wie geht's dem alten Nessie? Nessie geht's eigentlich sogar relativ gut. Glaube ich. Also doch, Nessie sollte es gut gehen. Ich habe ihn auf der Gamescom gesehen und ihm ging's blendend. Konnte natürlich jetzt wahrscheinlich, oder er suchte jetzt gerade in dem Moment wahrscheinlich auch Smash oder das Arbeiten. Aber das hat der Alte sich auch verdient. Nessie ist ein cooler Typ. Koraler Typ. Fokker ist hier Mod, ja. Ich habe den einfach mal just von vorne zu Mod gemacht. Und hier waren wir doch schon mal. Ach, von hier sind wir gekommen. Oh! Togepi? Wer will Togepi sein, Leute? Wer will Togepi sein? Hol mal Echo dazu. Nope. Ich finde Divers besser. Perplex ist... Wie, als. Das war's. So, wer möchte... Ich achte jetzt ganz genau drauf. Factory, das Togepi. Ha, passt nicht so ganz. TX. Woher kommt der Factory? Der freut sich so tierisch drauf. Der darf dann doch schon das... Ding sein. Nessie, Nico, Salva, Ekrem und ich haben locker 4 Stunden heute und gestern gespielt. Ihr süchtig, ich wusste es doch. Would you like to put Togepi in a different Pokeball? Ja. Ach so, ich habe nur die... Ach, okay. Yes, ein Pokéball reicht. So, damit hätten wir jetzt auch noch einen Togepi. Factory, du hast dich ja tierisch drauf gefreut. Du darfst das Togepi sein. Aber alle anderen, danke, dass ihr mitmacht und den Chat hier damit schön belebt. Das freut mich sehr. Factory, das Togepi. Toshi, weiß ich nicht. Müsste ich mal schauen. Ach Mann, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich wieder Midnight vorne. Midnight meine ich, Verzeihung. Dürfte ich, wenn du eins fängst, ein Lavita sein? Ha, Sir Tyranitar, bei dem Namen kann ich doch nicht Nein sagen. Togepi ist auch cool. Hallo, das kann mit den Fingern wackeln im Anime, ja? Togepi, Togepi. Togepi Hype! Yes. Ah, nee, Sacktra ist vorne, super. Können wir gleich mal mit Bubble Beam angreifen. Und er ist sogar ein One-Hit-KO auf Vulpix. Nice. Ist das ein Level-Up für Sacktra? Leider nicht. Aber Ponyta kommt rein, da bleiben wir jetzt diesmal drin. Guten Abend, Metallhühne.
Und jetzt kommt die Fassade, die nicht killt. Das ist sehr wichtig. Und Bubble Beam könnte... Weil braucht es gar nicht. Ich kann jetzt nämlich hier die ganze Zeit mit Super Potion spammen, bis es selber an Toxin verreckt. Kein Problem, Achra. Passiert ja manchmal. Und das Bonita lockt sich selber aus, was mich sehr freut. Und das heißt, weitere 600 Erfahrungspunkte für uns. Okay, Solrock kommt rein. Und da kann ich jetzt wieder Kaminari reinwechseln. Und das ist sehr wichtig. Ach, Leute. Jetzt wollt ihr alle hier eure Lieblings-Pokémon sein, was? Na, na, na. Monona vom Typen Feuergeist. Immer gerne her damit. Ich mache kein Minecraft mehr. Schon gar nicht mit Popo und Zirka. Wobei mit Zirka vielleicht. Aber nicht mit Popo. So, bis zum ersten. Und bis zum zweiten. Laska oder 80? 80 natürlich. Ist doch klar, wie ich bloß brühe. Okay, jetzt habe ich die Wahl. Ich kann jetzt hier einen Death Order reinschicken. Schicke mir mal einen Hackern rein. Oh Gott, Knochen, Knochen, Knochen. Hallan, Hallan, Hallan. Tarmor, was meinst du denn mit eines der besten Konsolenspiele? Deiner Meinung nach. Rakshasa das Suikun. Ja, das ist natürlich Pflicht, ne? Also. Und wieder Kaminari. Pflanze Drache wäre geil, aber wisst ihr, worauf ich am meisten warte? Pflanze Käfer. Pflanze Käfer ist ein Pokémon, auf das ich richtig doll warte. Ich weiß nicht warum, aber das fehlt einfach noch in Pokémon. So, Rockside Miss. Moment mal, wen habe ich denn jetzt gerade aufgeheilt? Wen habe ich denn jetzt gerade aufgeheilt? Sagdra. Ja gut, dann kann Sagdra auch wieder rein. Könntest du eine andere Challenge machen als in Lanslog? Yes, eine Egglog ist geplant. Eine Egglog ist geplant, Leute. Ich weiß halt nur noch nicht zu welchem Projekt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gerne her damit. So, das war's für Solrock. Sehr solide geschlagen. 500 Erfahrungspunkte hier, 600 Erfahrungspunkte da. Passt. Von welchen 5 Pokémon würdest du dir noch eine Mega-Pokémon wünschen? Boah. Und kein Arcani. Wir wissen, wie sehr du Arcani liebst. You are, Moment. Wilson. Okay, Professor Wilson kommt. The Legendary Dragon Type Trainer und Pokémon Creator. Legendäre Drachentrainer, okay. Alles klar, Abu. Gönn dir. Okay. Ich antworte gleich noch die Frage mit den Mega-Pokémon, ja? So, muss ich mich kurz auf die Story konzentrieren. Die told me that you're a fantastic trainer. Hold on. Ladoga Town, over the Chrome Circle. Okay. You will need 4 gym badges to use that. Agassiz, City Gym Leader to the south, and the Fianga City Gym when you are done. Okay, gut zu wissen. So, Mods, wo seid ihr? Da kam wieder eine FIFA 15 Frage. So, also, 5 Mega-Entwicklungen. Eine Mega-Entwicklung zu Scaraborn wäre immer ganz cool. Weißt du, was da so witzig ist? Scaraborn hat eine Mega-Entwicklung. Ha, ich bin ja wieder gut drauf. Nee. Das wäre dann ganz gut. Ich bin gerade überlegen. Machomai hätte eine Mega-Entwicklung verdient. Mit 8 Armen. Ansonsten, Mega-Entwicklung. Porygon vielleicht. Also Porygon Z. Porente auf jeden Fall. Und zwar einen richtigen Push. Lauch muss gepusht werden. Und... I want a Pokémon that only has 1 HP left. Ja, habe ich jetzt gerade nicht. Sorry. Ach, egal. Und das wird schon ziemlich chillig. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas vergessen oben? Genau, ansonsten Elegium wäre auch gut. Also Aliena. Dragoran noch. Red mit dem Typen an der Wand. Habe ich mit dem nicht geredet? Hashtag Bengami! Yes! Okay. Do you want it? Nee, oder? Ach, Dito! Okay, alles klar, super. Fund. Okay, deswegen sind ja erstmal Wandler ein. Hier geht es Dito. Ja, ich sehe schon. Hier gibt es echt Dito. Wieso geht der FIFA-Command nicht?